es ist völlig berechtigt zu sagen, ein entfesselter Markt, der nur noch nach ökonomischen Richtlinien denkt und ökologische und soziale Aspekte ausblendet, ist nicht das, was wir uns wünschen. Und das heißt nicht, dass alle gleich sind, aber es heißt, dass alle, also dass diese extreme Ungleichheit wirklich nicht zielführend ist, dass diese extreme Ungleichheit Unsicherheitsfaktoren beinhaltet und das in einem globalen Kontext gesehen, ist natürlich wesentlich schwieriger heutzutage umzusetzen, als es früher der Fall war. Es gibt keinen Dissens darüber, dass Globalisierung Ungleichheit schafft. Faktum 1. Es gibt keinen Dissens darüber. Das ist auch nicht neu. Das ist seit 100 Jahren einhellig akzeptiert. Aber gleichzeitig muss man sagen, man muss etwas differenzierter diese Ungleichheit formulieren. Durch die Globalisierung haben wir Länder an Bord genommen, Entwicklungsländer, die partizipieren. Es ist furchtbar schlimm, dass Menschen in Bangladesch für $1 am Tag arbeiten müssen. Aber sie partizipieren und sie haben eine Chance. Und dann sind wir bei der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, es ist ein unsäglich schmerzhafter Weg. Und Sie können sagen, was ist die Alternative? Sagen Sie mir, Sie sagen, wir dürfen das nicht zulassen. Wir müssen denen etwa die gleichen Löhne zahlen? Sollen wir sie isolieren? Sie hatten vorher gesagt, Herr Schelze, Korea. Ich sage immer, wenn ich in Schulen oder Universitäten bin, Korea ist das Beispiel dafür, es verbildlicht ein bisschen. Isolation ist nicht die Lösung. Der aus meiner Sicht viel, viel wesentlichere Teil ist eben der, dass trotz der gestiegenen Ungleichheit im Schnitt es vielen, vielen Menschen signifikant besser geht. Und ja, ich gebe Ihnen recht, es ist fürchterlich, dass immer noch 800 Millionen Menschen nicht wissen, wie sie satt werden sollen. Wir haben immer noch 1 Milliarde Menschen, die unter der absoluten Armutsgrenze von $1,25 am Tag lebt. Aber vor 25 Jahren waren das noch 2 Milliarden. So, und dieses Globalisierungsthema mit all den Imperfektionen hat in einer Art und Weise in den letzten Jahrzehnten zur Steigerung des Wohlstands global geführt. Und solange mir nicht jemand sagen kann, welches System das hätte besser machen können, weiß ich nicht, was wir für eine Alternative haben.